Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Wir Güstrower sind ja auch gerne im Land unterwegs und gucken auch mal in anderen Städten vorbei, was es da so kulturell halt zu erleben gibt. Und in Kürze ist in Krakau am See das Fischerfest und die Mitorganisatorin Franziska Frischgesell, die habe ich heute zum Gesprächstermin vor Ort. Franzi, darf du sagen, wir kennen uns ja schon ganz lange, ja, was ist so ein Highlight in diesem Jahr in Krakau beim Fischerfest? Ja, also das ist das 37. Fischerfest und das ist ein Traditionsfest mittlerweile schon geworden und wir haben hier direkt an der Seepromenade eine Kulturbühne und am Anglerplatz ein Festzelt, wo halt von morgens bis abends Kulturelles total angesagt ist und wo wir abends dann auch Party machen. Auf dem See wird ganz viel stattfinden. Wir haben von Tretbootrennen, Bootskorso, Höhenfeuerwerk, Funbike. Also wir machen schon viel auf dem Wasser, weil wir natürlich auch hoffen, dass das Wetter so bleibt und einige wollen bestimmt eine Abkühlung. Und Abkühlung, Thema auch Abwechslung. Das Fischerfest ist ja eine einmalige Geschichte im Jahr. Jetzt habt ihr aber auch, dank dir auch, jeden Mittwoch ein Ereignis geschaffen, was hier im Krakauer ja tatsächlich fast einmalig ist. Richtig, es ist nicht nur fast einmalig, es ist einmalig. Und zwar ist das Musik am See, jeden Mittwoch von Juni bis August. Und es ging halt so los, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal hier für Krakau am See gesucht haben. Und da traf sich im letzten Jahr der Musiker, der Jürgen Viehstedt, der bläst immer zum Zapfenstreich und das entwickelte sich dann und mit dem Musiker kam auf einmal der Ausrufer, der dann die neuesten Sachen hier aus Krakau am See erzählt und auf einmal war dann auch jemand da, der Musik noch gemacht hat, also ein musikalisches Vorprogramm und das haben wir so weiterentwickelt und jetzt ist wirklich das eine ganz tolle Geschichte geworden. Die Leute freuen sich, es ist ein fester Termin geworden in dem Kalender von den Krakauern und auch von den Touristen und von den Leuten aus der Umgebung. Das macht Spaß und die Leute haben Spaß und wir wollen ihnen halt das Stück vom Paradies auch ein bisschen näher bringen hier in Krakau, ne? Paradies heißt, wie ist so jetzt die Resonanz? Kann man tatsächlich so sagen, innerhalb von einem Jahr, dass es tatsächlich auch mehr geworden ist? Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben angefangen nur mit dem Trompeter, der hier halt diesen Zapfenstreich bläst. Und nach wurden es immer mehr Gäste. Dieses Programm hat sich immer mehr weiterentwickelt. Und so ist das halt gekommen. Jetzt haben wir immer so um die 200, 250 Gäste hier. Es ist kostenfreier Eintritt. Man kriegt ein Bratwürstchen, Bierchen, wenn man möchte. Man kann sich auf die Decke ins Gras setzen und einfach den Abend, den See, den Anblick, die Musik und alles genießen. Bier, Wurst und das klingt auch wirklich nach Gemütlichkeit auch bei mir. Aber dich findet man ja gewöhnlich dann hier in der Synagoge. Seit wann bist du hier und ja, wo findet man dich, wenn man speziell kulturelle Anfragen hat? Ja, also mich findet man, wie du schon sagtest, in der alten Synagoge hier in Krakau am See. Ich bin seit anderthalb Jahren hier. Mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß und die Resonanz, denke ich, ist eine positive. Freue ich mich auch sehr drüber und ich hoffe, ich kann den Krakauern und den Gästen immer wieder Neues bieten und wo sie dran Spaß haben. Na, bieten und Spaß haben, kommst du denn vom Fach? Was hast du gelernt, studiert? Worauf kann man sich denn bei dir freuen? Auf welche Fachkompetenz greifst du denn zurück? Ja, also ich habe studiert Sozialwissenschaften und Medienwissenschaften, habe dann im Marketing- und Veranstaltungsbereich gearbeitet und ja, das ist hier natürlich total mein Ding. Das macht mir Spaß, den Leuten Freude zu bereiten und es sind ja nicht nur Ideen von mir. Ich greife auch ganz viel auf von den Bürgern hier in Krakau, von Gästen, von Touristen, die einfach sagen, Mensch, ich habe eine tolle Idee und das versuche ich dann umzusetzen. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie gerade auf diese Ideen Lust bekommen haben, dann schauen Sie einfach am 3. Augustwochenende hier in Krakau am See vorbei. 3 Tage Fischerfest, Sie haben es gehört, viel geboten. Und wenn Sie sonst noch weitere Fragen haben, dann suchen Sie einfach die Frau Frischgesell in der alten Synagoge auf. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.